So ist cool. Und da kommt dann der Deckel drauf. Und hier. Genau, das hat dann eine schöne Höhe. Ich denke auch mit der seitlichen Bank jetzt da drin macht es auch am meisten Sinn. Weil wir haben ja lauter Kunden, die mit ganz vielen Koffern hier reinkommen. Und die müssten sie ja irgendwo hinstellen. Da denke ich, machen wir das so. Ah, das ist doch ein schöner Bus. Der gefällt mir. So, dann brauchen wir hier noch Spitzen zum Abflachen. Machen wir mal Dreierspitze. So. Wow. So ein schöner Bus, Leute. Voll cool. Ja, es sieht wirklich aus wie ein Shuttlebus und aber wir sehen zu groß aus eigentlich, gell? Und das ist das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich so ein bisschen was hinkriegen, dass wir aussehen, als wären wir zu groß. So ein Tiny Car halt einfach. So, warte mal. Ich bin nur hier an der Ecke ein bisschen am Überlegen. Aber das sieht dann mit dem hier ein bisschen komisch aus, glaube ich. Ja, das kann man nicht machen. Ne, dann lieber oben. Oder man macht... Ja, so lassen würde ich es. Ja, genau, so wie es vorher war. No, würde ich schon sagen. So sieht das ein bisschen komisch aus. Wenn da so eine Lücke ist. Okay, ja cool. Wunderbar. Schöne Sache bis jetzt. Hier die... Das gefällt mir noch nicht. Hier, da ist eine zu große Lücke. Ja, genau. Zu lange nichts. Ja, das ist besser. Kann man sich überlegen, ob man das hier hinten auch macht. Damit das sich aussieht wie ein Auto. Also wie die Front. Ja, genau. So. Achso, hier. Muss man auch noch Flachblöcke hinsetzen. Ah, schön. Na ja, wirklich. Also. Ist mir gut gelungen. Gefällt mir. Wir machen auch kein Glas rein oder sowas. Das lassen wir weg, weil wenn wir da jetzt anfangen, Glas reinzusetzen, das kostet wieder unglaublich viel Ressourcen. Das muss ja berechnet werden. Deswegen, wir machen kein Glas oder sowas rein. Das bleibt weg. Das Einzige, was wir jetzt noch technisches großartig machen, sind die Lampen einstellen und eine Tür. Eine Tür muss noch sein. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das muss noch irgendwie sein. Ich denke mal, dass wir hier oben irgendwie die Technik hinkriegen werden. Dass wir hier... Ja genau, wir haben tatsächlich hier ein bisschen Platz. Also wir können hier was machen. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das hier mit dem Licht mache. Also dass wir hier Pisten mal eins nach außen fährt, mit den Pisten zusammen. Das ist eigentlich ziemlich easy. Das haben wir eigentlich super easy gemacht jetzt. Kostet dann auch nicht so viel Ressourcen. Ich will auch nichts mit Gelenken oder auch wieder zu kompliziert machen oder sowas. Warte mal, haben wir Pisten? Genau, hier sowas. Das sieht man nicht, das ist gut. So, dann machen wir hier einen Pisten, der eins ausfährt, ja. Jetzt muss ich überlegen. Pisten, der eins ausfährt. Guck mal. Noch eins weiter wandern. Genau. So, und dann haben wir hier einen Pist, der dann nach da hinten geht. So, und da ist dann
Prinzip die Tür. So, wir testen das jetzt mal ganz schnell. Mal einen Schalter hin, ob das auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sehen wir, wenn das Licht dann geht. Also, er fährt eins aus. Und dann das hier. So, also, der hier muss einen Block ausfahren. Und dann passiert das da. So, schauen wir mal. Genau. Also, würde so funktionieren. Müssen wir natürlich dann noch richtig einstellen und so, ne? Das ist klar. Schauen wir mal. Genau. Ist natürlich nicht das Geilste vom Geilsten, das weiß ich selber. wir müssen aber einfach sparsam bleiben, sonst machen wir uns da uns das Leben schwer. Jetzt geht's noch, ja. Jetzt haben wir noch viel, viel Ressourcen zur Verfügung. Aber das geht dann ganz schnell in den Keller und dann müssen wir schauen, wo wir bleiben. Deswegen machen wir das auf eine sehr simple Weise irgendwie. So, das machen wir nochmal auf Low. So. Genau. Dann brauchen wir jetzt einen Controller. Viel Platz für Technik kann man nicht, aber wir können ja ein bisschen was auf die Decke bauen. Auch motormäßig, ja, wir haben eigentlich gar keinen Platz für einen Motor. Das setzen wir auch einfach in die Decke mit so einem unsichtbaren Block. Da, wie gesagt, ich will da auch gar nicht so viel machen und tun. Wir sollen einfach nur laufen. So, da haben wir hier den Motor. Da kann man dann vielleicht noch was anderes hinsetzen. So. Genau, also als erstes haben wir die 1, die 1 ausfährt und dann die Tür, die 3 rüber geht. Mehr ist es nicht. Jetzt brauchen wir noch einen Knopf also beim Fahrer. Müssen wir mal gucken, was wir hier was Schönes hingeregen. Nehmen wir hier die da. Da kommt dann das Lenkrad drauf. Hier machen wir den Türschalter hin. Hier das Licht. So. Miep. Perp. Super. Mehr braucht's echt nicht. Machen wir hier dann gleich noch das Lenkrad hin. Sitz müssen wir halt noch besorgen. Ja, es ist super geil, oder? Es ist doch eigentlich voll schön. Wir müssen einfach sparsam denken. So, genau, Licht. Wir können sogar überlegen, ob wir vielleicht sogar noch Blinker irgendwo rein integrieren. So, genau, das ist dann das Licht. Ich weiß nicht, ob wir so ein Relais, also eine Glock reinkriegen aufs Dach. Das müssen wir eigentlich hinkriegen, ne? Sollen wir nur irgendwie erstmal aus dem Auto, aus dem Bus wieder rauskommen. Ein Blinker hätte ich schon gern. Das ist ja jetzt auch nicht so aufwendig. Dazu brauchen wir einen Timer. Was ist denn das hier? Mal schauen. Hä? Ich glaube, das ist ein Knopf, den man nicht sieht. Ja, dann müssen wir einfach ganz normalen Timer nehmen. Das können wir ja dann zubauen. Da. Timer und Logic Gate. Das passt. So. Der geht jetzt mal schön in Dreieck. Nennt. 300er Blinker. So, dann brauchen wir nochmal zwei. Für links und rechts.
Dedededede, genau. Ich wundere mich jetzt doch ein bisschen, dass der jetzt nicht blinkt. Ach so, weil das Relais ja noch gar nicht reingeht. So, zack, zack. So, dann brauchen wir zwei Knöpfe. Muss mal gucken, wo wir die Knöpfe hinmachen, damit wir die jetzt nicht überall haben.